Antonio Nunes hat jetzt viel Zeit, denn er wartet auf ein Herz. Seit Mai steht sein Name bei der Organspendevermittlung Eurotransplante auf der Dringlichkeitsstufe 1. Nach einem Herzinfarkt 2012 arbeitet sein Herz auf der linken Seite nur noch zu 20%. Der 44-jährige Familienvater trägt seitdem ein Kunstherz. Doch sein Körper stößt dieses jetzt ab. Erst seit seinem eigenen Herzinfarkt weiß er, wie wichtig Organspende ist. Ich war davor auch kein Organspender. Und nach dem Herzinfarkt, dann habe ich einen Ausweis gemacht. Weil, das heißt, man beschäftigt sich nicht damit direkt, sondern ich bin in der Situation oder in dieser Lage und warte auf ein Herz. Und deswegen sollte mir irgendwas passieren, dass ich sterbe, dann ruhig die anderen Organe von der Gutzeit verwende. Warum nicht? Doch so wie Antonio Nunes denkt nicht jeder. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie sicher das ist, weil man heutzutage in der Klinik auch nicht mehr so sicher sein kann, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Einfach für viele Leute es kein Leben sonst gibt, wenn sie keine neue Niere kriegen. Eine gute Freundin ist von mir gestorben, jetzt mit 58 und ja. 19 Jahre Dialyse und hat nie ein passendes Organ gekriegt. Gerade wenn man selber jetzt auch verstorben ist, was nützt einem der übrig gebliebene Körper, wenn man anderen damit helfen kann? Also es nützt noch was Gutes. Die aktuellen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation sind jedoch erschreckend. Von Januar bis Juli 2014 gab es in ganz Deutschland nur 513 Spender. Baden-Württemberg schneidet mit nur 57 Spendern bei den Bundesländern insgesamt am schlechtesten ab. Laut der Deutschen Stiftung können die niedrigen Spenderzahlen auch vom geringeren Spenderpotenzial in den jeweiligen Krankenhäusern abhängen. Joachim Bold vom Freiburger Institut für Ethik und Geschichte der Medizin sieht hingegen die Aufklärung von Familienangehörigen eines Spenders als möglichen Knackpunkt. Das ist ja dann wie eine große Operation, bei der kein Angehöriger dabei sein kann. Und das ist ja auch sinnvoll so, dass das nicht geht. Aber das ist dann eben auch nicht so, dass man diesen Angehörigen begleiten kann oder den Patienten begleiten kann im Sterben, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ja auch als Angehöriger. Es können ja auch junge Patienten sein, bei denen dann Eltern betroffen sind. Und diese Begleitung beim Sterben, die ist eben nicht möglich bei der Organentnahme. Dann bekommt man nach der Organentnahme den Angehörigen, den Patienten zurück als dann wirklich erkaltete Leiche. Es ist also nicht so, wenn man da den Organspendeausweis findet, da steht drauf, ich bin einverstanden, dass dann ohne, dass weiter geredet wird, Organe entnommen werden, in keiner Weise. Sondern es werden auch dann noch die Angehörigen befragt, ist das richtig, war das so der Wille? Und dann natürlich, wenn ein Organspendeausweis ausgefüllt wurde, dann wurde ja offensichtlich darüber geredet und dann wissen auch die meisten Bescheid, dass eine Organspende dann gemacht werden soll. Antonio Nunes kann jetzt nur warten, dass ein Spender gefunden wird. Solange muss er im Freiburger Uniklinikum bleiben. Unbeschwerte Tage wie hier am Strand in seiner Heimat Portugal sind erstmal in weite Ferne gerückt. Bis zu 5 Monaten kann es dauern, bis er ein Spenderherz bekommt. Doch auch jetzt ist er schon sehr dankbar für sein Kunstherz. Ich war 4 Minuten, wie nennt man das, tot, ne? Und wurde in Sindelfing reanimiert. Und dann nach Tübingen mit dem Hubschrauber. Sozusagen ein zweites Leben habe ich schon gekriegt. Und jetzt vielleicht das dritte.